Wer hat, der kann und wer kann, der sollte. Das ist ja so. Richtig. Jetzt, ihr Süßen, ein Schnapp Wodka auf Walter Freiwald. Auf Prost, Walter Prost. Freiwald. Prost. 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 Oh, lecker, lecker. Mm. Mm. So gut. Oh, großartig. Oh, wirklich widerlich. So, pass auf. Herzlich willkommen zur Dschungelnachlese der vierten Folge. Ja. Heute mein auch vierter Tag Extremtravestie. Ich habe heute nicht nur die kaputte Dicke wieder an meiner Seite, die Herren Deluxe, hä? Sondern auch noch zwei Gastkommentatoren, die aber nichts sagen dürfen. Die kenne ich nur irgendwoher. Und zwar haben wir hier einfach, die Vicky ist da und da ist der Hetty. Der heißt aber eigentlich Christian. Ja. Christoph? Christian. Ich wusste bis vor kurzem die Namen nicht mehr. Als Hetty draußen war, habe ich dann Vicky gefragt, wie sie eigentlich heißt. Aber das darf Hetty nicht wissen. Ja. Ich darf halt auch nicht sagen. Du darfst auch nichts sagen. Deshalb bitte haltet jetzt das Maul. Wir müssen jetzt die Dschungelnachlese machen. So, warte mal. Ich habe mir Notizen gemacht. Wir machen das heute ganz schnell, weil die letzte Nachlese ging 9 Minuten. Es guckt sich keine Sau an. Doch, so. Nicht langweilig. Nein, es ist wirklich langweilig, Schatz. So, pass auf. Es fing damit an, dass Rolfe war nachts auf dem Klo und der hat dabei zugeguckt, wie Walter Freiwald wörtlich 1 Kilo gekackt hat. Das ist wirklich eine Horrorvorstellung. Herrin, was sagst du? Das ist nichts anders als bei uns. Oder? Ja, aber ich meine, aber dieser Geruch auch von diesem Gollum, wenn der so einen 1-Kilo-Haufen auskackt, ja. Wie so ein Krokodil. Alter. Ja, so, also ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann kam Walter Freiwald angeblich, wir haben es auch gerade dann gesehen, der kam dann raus aus dem Klo, weil das Klopapier war aus. Und dann kam der nackt aus dem Klo raus, der Walter Freiwald, ja, hat sein T-Shirt hochgehoben und da hat man diesen ganz, ganz kleinen Elefantenschniedel, hat man da gesehen. Der hatte keinen. Es war ein gynäkologischer Unfall, ja. aber ein ganz, ganz kleiner Komoderationspreis des Heißschniedel, der wippelte da irgendwie so hinten rum. Der sagt, ich habe kein Klopapier, ne? So, ja. Und dann hat Rolf im O-Ton, hat er zu Walter Freiwalds Penis folgendes Adjektiv verwendet. Und zwar das Adjektiv erstaunlich. Donnerwetter. Also sowas möchte ich gerne mal hören, wenn jemand meine Scheide sieht. So, dann hatten wir schon die Dschungelprüfung. Diesmal war mit dabei, wer war da mit dabei, Herrin? Na, die geile. Irgendeine Nutte. Na, die so aussieht wie Fabi. Die Blonde. Angelina Heger war mal Kandidatin beim Bachelor. Ich habe die heute bei Exklusiv das Star-Magazin, oder es war Explosiv, das Magazin gesehen, weil da hatte sie eine Homestory gehabt, ja. Die ist ja immer am Heulen. Die hatte 2 RTL-Moderatoren an ihrer Seite und da musste sie so Mehlwürmer essen, ja. Vorbereitung auf den Dschungel und irgendwie hier, ja, bist du dschungeltauglich. Da hat die sogar angefangen zu heulen, die Angelina, weil sie die Mehlwürmer essen musste, weil da hat die nämlich gesagt, ja, dann sind die ja alle tot, wenn ich die Mehlwürmer esse. Und da hat die echt geheult vor der Kamera. Ihre Mutti saß neben ihr, die ist 22 Jahre alt. Die ist auch mit dabei. Und die Mutti ist auch im Hotel Versace, also ist die mit dabei. Die wohnt immer noch bei ihren Eltern. Wie alt bist du, Schatz? 25. Und du? 21. Ach, Hetty. Du bist doch ja nicht, mein Alter. Du bist doch nicht 21. Entschuldigung, du siehst viel älter aus. Echt, wirklich? Ja. Nee. Du säufst zu viel, Schatz. Okay, wohnt ihr noch bei euren Eltern? Nope. No. Ich ja. Ja, Schatz. Deine Mutter ist Zsa Gabor. Ich weiß das. So. Angst vor Licht. Ja. Bist du wirklich erst 21 schon? Ja, ich liebe dich trotzdem. Du bist natürlich. Ich hab alles. Der trinkt noch einen Schnaps gleich. So, hier wird die wohnt noch bei ihrer Mutter und hatte sie die Dschungelprüfung. Die musste heute in so einen Wassertank. Unterirdisch, ja. Die hat total Angst gehabt, ja. Da kam vorher Dr. Bob und Dr. Bob. We love Dr. Bob. Ja, ist ja gut, mein Gott. Ich bin toller. So, und Dr. Bob hat dann der Angelina gesagt, sie darf unter Wasser nicht reden. Das wusste Angelina noch die nicht. Kann auch die ist halt nicht. Auch dumm. Die ist halt auch dumm. Und hat gesagt, okay, darf ich nicht reden? Okay, gut, ja. Weil wenn sie sagen muss, ich bin ein Star, holt mich hier raus, darf sie das nicht direkt sagen unter Wasser. Dann muss sie so machen. Hat sie verstanden? Nee, die hat das so gemacht.
Die hat so gemacht, nee, genau. Man Jessica muss dann, hat so gemacht, ach, als Alternative. Gut, du darfst nicht reden, Schatz. So, und dann war die Dschungelprüfung in diesen Unterwassercontainern. Da hat der ganz zum Schluss, da waren irgendwie so Schlangen drin und irgendwie so Krebse und Aale. Ganz zum Schluss in der letzten Kammer wartete Nina Queer. Das war die Abschlussprüfung. Ja, und da hat die Angelina so eine Angst gehabt. Ja, und da wollte die gar nicht rein. Die hat fast alle Sterne nicht bekommen. Aber sie hat doch, wie gesagt, ich beiß mich durch. Ja, sogar wenn Nina Queer da ist, das Kajalmonster, ich mach weiter. Ja. Oh mein Gott, es wird schon wieder so einen Shitstorm geben, aber ist mir scheißegal. So, ja? Dann sind wir... Shitstorm. Ah, Hashtag. Hashtag Shitstorm. So, dann sind wir jetzt wieder im Dschungelcamp. Findet ihr nämlich auch, ich finde Maren Gilzer, die irgendwie gar nicht stattfindet im Dschungelcamp, die ist ja irgendwie niemals... Genauso wie der andere. Der genau wie Jörn Schlöpfurt. Ja, Benjamin Beuys, der ist auch nie da. Aber ich finde Maren Gilzer sieht aus wie Rolfe Scheider. Aber Maren Gilzer hat auch so ein bisschen so eine Frisur wie du gerade hier. Was? Ja. Nee, also Maren Gilzer hat eine ganz andere Frisur. Nein, die hatte heute genau solche Zöpfe. Die hat gar keine Frisur. Doch. So, ist mir scheißegal, dann war Werbung. Herren, bitte halt's mal. Dann war Werbung und dann waren wir wieder zurück und dann haben uns Sonja Zietlow und Daniel Hartwig erzählt, dass jetzt gerade das 30-jährige Jubiläum von Dallas heute ist. Ihr seid alle so jung, ihr YouTube-User, ihr wisst gar nicht, was Dallas ist. Ich bin halt schon leider ein bisschen älter. Dallas war damals eine Sendung auf RTL mit Karl Dall. Kennt ihr den noch? Ja, ist der mit dem Auge. Ist der dicke? der ist nicht dick. Der ist nicht dick. Der hat so ein hängendes Auge. Mit dem Schlaganfall. Das ist, glaube ich, ein Geburtsfehler. So, passt auf. So, jetzt geht's weiter. Dann gab es einen großen Twist zwischen Walter Freiwald und dem Stricher, wie heißt er nochmal? Der Stricher von Aurelio. Aurelio Silva. Aurelio beiden, Bachelor. Ja, Silvio, Bachelorette. Silvio Aurelio. Und die hassen sich. Und der Walter Freiwald, der hat gesagt, ey, Mann, dieser Aurelio, so ein Scheißtyp, ja, der macht ja einen auf dicke Hose, der will irgendwie der King des Camps sein. Aber der Walter Freiwald ist der King des Camps, das Gollum. Das Gollum gollumt sich durch das Camp durch, Herren. Ja, aber wirklich, der war heute wieder so beängstigend. Der hat ja auch dauernd seinen Pimmel gezeigt. Und dann kam da wieder so immer Sarah Kulke auf der Matratze. Niemand möchte das sehen. So, und dann gab es eine Challenge, die war richtig langweilig und zwar mit, und die Teilnehmer implizieren schon förmlich, dass die Challenge langweilig ist, und zwar Tanja Tischewitz und die heißt Tittschewitz und Jörn Schlönvogt. Ja, die mussten Schlönfeucht heißt der. Schlönfeucht. Okay, nochmal. Tanja Tittschewitz und Jörn Schlönfeucht. So, die mussten eine Schatzsuche machen. Eine Schatzsuche, ja. Und da waren sie irgendwann an so einem Baum und da hingen so Zettel. Da war so ein Wegweiser. Links ging es in die Thematik fit. Und die andere Thematik rechts, Richtung schlau. Andersrum. Ja, und da haben sie sich natürlich überlegt, mein Gott, fit und schlau, was bedeuten diese Wörter? Haben sie ganz, ganz lange, da muss der RTL schneiden, nochmal einen Werbeblock bringen. Ja. Und dann haben sie sich entschieden, okay, Jörn Schlönfeucht ist halt der Mann, wir sind jetzt gerade wieder im Gender-Wahnsinn, der Mann ist natürlich fitter als die Frau, deshalb macht der Jörn Schlönfeucht den fit Railway und die andere mit den Titten macht den schlau Railway. Ja, ist natürlich völlig fehlbesetzt. Beide sind völlig fehlbesetzt, aber auch in dieser Staffel sind sie völlig fehlbesetzt. Da gab es einen Parcours, da musste die Tanja Tischewitz einen Brief vorlesen. Sie hat kein Wort verstanden von dem, was sie da vorgelesen wurde. Sie hat auch das Wort Parcours ganz anders ausgesprochen. Sie hat, glaube ich, gesagt Passkurs oder irgendwie sowas. Ja, sie wusste gar nicht, sie wusste gar nicht so genau, was das eigentlich für ein Wort ist. Sie hat es abgelesen, aber sie, ja, ist schwierig. So. Jetzt muss ich mal kurz umblättern. Dann waren sie in so einem Parcours. Da hat die Tanja Tischewitz, die hat dann stand dann auf so einem Podest und der Jörn Schlönfeucht, der hat eine Brille aufbekommen. Eine Maske, so eine Schlafmaske. Schlafmaske, Rolf, wie von Wetten, dass. Wetten, dass, da haben nur so Palmen dran gefehlt. Eine schwule. Eine schwule Schlafmaske. Und dann hat nämlich die Tanja Tittschewitsch, die hat den dann total verarscht, den Jörn, ja. Weil die hat dem dann gesagt, hey, du musst jetzt hier so durch Spinnen krabbeln und durch Krebse und Maden und eine versuppte, aufgelöste, in sich travestierte
ja queer. Und es war aber nichts da, sondern es war nur ebener Boden. Und der Jörn Schlünfeucht hat das natürlich total geglaubt, weil er nichts gesehen hat. Es war wahnsinnig langweilig. Wahnsinnig langweilig. So, dann, ja, und dann waren wir eigentlich auch schon durch. Dann ist uns eingefallen, der Herren und mir, weil wir sind ja totale Marketingmädchen. Wir kennen ja beide den Julian F.M. Stöckel privat. Der war auch letzten Monat bei mir. Nee, wir müssen jetzt, ganz ehrlich. So toll ist, nicht, so toll ist der auch nicht. Ja. Parker, nicht, dass der auch nicht kommt. Da, zu mir kommt also niemand. Also wie die Gabi Decker. Gabi Decken. So, und da haben wir uns gedacht, dann rufen wir mal den Julian F.M. Stöckel live auf der Bühne an, ja, dass der hier mal zum Dschungelgucken kommt. Hab ich den angerufen, da hat der mich weggedrückt. Ja. So, war ich total sauer. Unverschämt. So, dann war hier der, wie heißt er nochmal, Iffi? Nee. Hetti heißt der. Der Hetti hat dann auf einmal den Stöckel am Telefon gehabt. Woher kennst du den eigentlich? Woher kennst du den? Nicht vom Bumsen. Auf gar keinen Fall vom Bumsen. Kennst du den? Von Nina Queer. Von früher. Von Nina Queer, als noch weniger fett war als jetzt. Als sie den, bevor sie, die hat doch den Boy geklaut von Julian F. Stöckel. Ja, von Nina Queer. Ja. So, jedenfalls, und da hat halt hier die Iffi, hat dann den Stöckel angerufen, er war live auf der Bühne bei uns mit dabei und der hat zugesagt, dass er noch diese Woche zu uns ins Rauschgold kommt und live mit uns den Dschungel kommentiert. Von daher, es lohnt sich, jeden Tag zu uns zu kommen ins Rauschgold, ihr süßen Puppis. Bitte kommentiert dieses Video unter diesem Video, liked es oder disliked es, ist uns ziemlich scheißegal, ihr süßen Puppis. Hauptsache, ihr guckt mich und wir sehen uns. Ja. Und folgt uns auf Twitter, Instagram, Tumblr, Google+, Facebook und YouTube. Ja, ja, alle 6 Social Medias. Wir kommen noch. Ja. Ihr süßen Mäuse. Und bis dann, wir lieben euch sehr, sehr stark. Bis dann, ciao! So, jetzt muss ich ja nur Stopp machen, Alter. Ja.